Hallo, mein Name ist Michael Link. Ich bin Mitglied im Europaausschuss des Deutschen Bundestages und ich möchte Sie für Europa begeistern. Europa ist zuallererst ein Friedensprojekt. Als die Europäische Union in den 50er Jahren gegründet wurde, war der große Durchbruch der, dass alle Mitgliedstaaten sagten, wir lösen unsere Probleme friedlich. Europa hat auch heute noch intern viele Probleme. Vor 100 Jahren hätten wir deshalb Krieg gemacht. Heute sitzen wir am Verhandlungstisch. Selbst wenn wir alles andere wegstreichen würden, was die EU inzwischen erreicht hat, allein um diesen Grundes willen, wäre es schon ein Erfolg, dass wir die Europäische Union haben. Wir lösen unsere Probleme nur noch friedlich. Wenn wir heute über Europa reden, müssen wir uns immer wieder daran erinnern, was für ein gigantisches Projekt das ist. Sie müssen kein Geld mehr tauschen, wenn Sie heute reisen, von Estland nach Portugal. Von Schweden bis nach Italien können Sie ohne Pass reisen. Das europäische Zusammenleben ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Da wollen wir noch mehr davon erreichen. Denn der Blick nur ins alte Jugoslawien zeigt, wie nah an unseren Grenzen immer noch die alten Zustände sind. Deshalb vergessen wir bei allen Problemen nie, was wir schon erreicht haben in Europa. Schauen wir auf das Erreichte und lösen wir gemeinsam die Probleme, die noch da sind. Ich will Ihnen ein Beispiel geben für diese Probleme. Wir haben das Problem oft, die Frage, wer ist zuständig in Europa? Sie werden sicher auch schon gemerkt haben, dass für ein und dasselbe Problem alle sich äußern. Wir haben in der Tat in der EU das Problem, dass die Zuständigkeiten, die Kompetenzen nicht klar getrennt sind. Daran müssen wir arbeiten. Das heißt zum Beispiel, dass klar ist, wer ist in der Innenpolitik zuständig, wer ist in der Verbraucherpolitik zuständig, wer ist zuständig für Gesundheitsvorschriften in Europa. Macht das Brüssel, macht das Deutschland, machen das beide? Wer ist zuständig für die Steuern? Wer ist zuständig für Bildung? Macht das das Land, der Bund, Europa? Offene Fragen, die geklärt werden müssen. Wie wollen Sie europäische Außenpolitik national machen? In diesem Punkt ist es ganz eindeutig. Schwieriger wird es schon bei der Frage der Steuer. Muss Einkommensteuer national sein oder europäisch? Ich glaube national, weil die Länder noch zu unterschiedlich sind. Sozialpolitik, auch da könnten wir wieder streiten. Vielleicht ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber dieses ein bisschen hier, ein bisschen da führt uns nicht weiter. Das ist das Problem, wenn Zuständigkeiten nicht klar sind. Die Bürger, die Wähler können erwarten, dass die Politik klare Antworten gibt und auch klar sagt, wer ist verantwortlich. Deshalb sagen wir, dass in der Europapolitik wir deutlich trennen müssen zwischen den Zuständigkeiten. Für uns Liberale heißt das, Sozialpolitik und Steuerpolitik ist Sache der Mitgliedstaaten. Aber zum Beispiel schon die Bekämpfung der Kriminalität, was nur über die Grenzen geht, müssen Sie europäisch mit organisieren. Denn das organisierte Verbrechen ist bereits europäisch zusammengeschlossen. Die Bekämpfung des Verbrechens jedenfalls findet noch viel zu oft rein national statt. Europa ist immer eine Verbindung von Politik, Kultur, Geografie. Das ist immer eine Schnittmenge. Europäer bin ich dann, wenn ich natürlich geografisch in Europa bin, wenn ich mich kulturell Europa zugehörig fühle und natürlich im weitesten Sinne aus einer dieser europäischen Kulturen komme. Wichtig ist für mich, dass man Europäer werden kann. Man muss das nicht von Geburt aus sein. Europäer kann man werden als Einwanderer, als Deutscher. Aber wir müssen uns davor hüten, eben Europa eben als so eine übergestülpte neue Nationalität zu sehen. Das ist etwas, was dazukommt zur eigenen Nationalität. Deshalb ist die Angst vieler Bürger, dass wir unsere Souveränität, unsere Identität, unser Ich verlieren durch Europa, ist völlig unbegründet. Das Ich bleibt. Du bleibst Deutscher, wir bleiben alle Deutsche. Aber es tritt eben hinzu, dass man gleichzeitig auch Europäer ist. Und dazu gehört, dass man auch die europäischen Parteien auf europäischer Ebene wirklich organisiert lebt, dass ein europäischer Parteitag genauso normal wird wie ein deutscher Parteitag, dass wir europäische Medien, europäische Öffentlichkeit herstellen. Daran fehlt es.
Selbstverständlich dürfen wir bei aller Begeisterung nicht vergessen, dass wir auch in Europa noch vor großen Problemen stehen. Vorschriften, Subventionen, Bürokratie. Selbstverständlich ist nicht alles richtig, was aus Brüssel kommt. Aber ist alles richtig, was aus Berlin kommt? Wollen wir deshalb Deutschland abschaffen? Das wollen wir nicht. Gleiches muss aber auch für Brüssel gelten. Natürlich ist manches gut und manches schlecht, was aus Brüssel kommt. Aber es ist die Aufgabe der Politik, auch unserer liberalen Vorschläge, für Abhilfe zu sorgen. Es ist was, wo man sich absolut dafür begeistern sollte und vor allem mitmachen sollte. Begeistern ist schön, mitmachen ist besser. Darum geht's. Machen Sie mit, begeistern Sie sich für Europa. Schreiben Sie mir, kommentieren Sie diesen Beitrag, Ihr liberaler Linke.